Gut rausgeredet. So, ihr hört jetzt einmal kurz keine Musik. Denn das Spiel ist aus. Und das war der falsche Text. Wo ist der andere Text? Da oben. So. Jetzt machen wir... Machen wir die falsche Gameaufnahme. So. Achtung, jetzt kommt's gleich. Achtung, Achtung. So. Hoffentlich geht es. Juhu! Und damit herzlich willkommen zu The York. Wo ist die Lebensweisheiten am Abend? Genau. So, wir spielen The York. Und ich muss kurz Steam minimieren. Also, um kurz zu erklären, worum es bei diesem Spiel geht. Es werden gleich vier Figuren eingeblendet, die zu verschiedenen Schauplätzen gehen können. Jede dieser Figuren hat eine Kleidungsfarbe an. Wir haben Rot, Gelb, Grün und Blau. Bitte färbt euren Namen im Chat, wenn ihr mitspielen möchtet, in der Farbe eines dieser Kandidaten. Und ihr könnt mit eurem Team zusammen im Chat entscheiden, was die Figur machen soll und was nicht. Bei jedem Schauplatz gibt es eine Grundstory und zwei Auswahlmöglichkeiten, wie man sich entscheiden kann. Und am Ende entsteht eine wunderbare Geschichte hoffentlich. Eine hoffentlich auch ein bisschen lustige Geschichte. Und die jedes Mal anders ist. Und das ist das Spannende bei diesem Spiel. Wir haben das schon ein paar Mal in diesem Stream hier gespielt. Und ich fand es jedes Mal sehr, sehr spannend. Und wir gucken mal, ob es heute auch wieder so wird. Ich drücke auf Enter. Und ihr werdet jetzt die Figuren sehen. Wahrscheinlich relativ dunkel. Deswegen werde ich einfach schon mal alle markieren, damit ihr die richtige Farbe seht. So. Also, ihr seht... Gelb ist der Herr oben, rechts ist die Dame in Rot, unten ist der Herr in Grün und links ist die andere Dame in Blau. Jetzt seht ihr alles. Ja, ihr habt eben auch schon alles gesehen, aber ich glaube ein bisschen dunkler. Jetzt ist hier ein bisschen Licht im Spiel. So. In Israel ist schon mal Blau, Yasho ist Grün, Curry ist Rot. Hallo Negi. Negi ist momentan auch Grün. Lord Oelk ist gelb. Genau. Und ich hoffe, ihr versteht mich, wie gesagt, gut. Und ich hoffe, das Spiel... Okay, da kommt auch schon. Ich bin leiser als die Musik. Das ist schlecht. Dieses Spiel ist immer sehr laut. Ich weiß gar nicht genau, warum. Deswegen stelle ich das jetzt mal hier unten hin. So, das ist jetzt wahrscheinlich sehr leise, aber... Die Musik ist sehr penetrant. Guck mal, ob es jetzt besser ist. Genau, ich habe den Chat mit eingebunden, denn wenn jemand hinterher nochmal das Spielchen nachschauen möchte, in der Aufzeichnung, das war meine Schulter, die geknackt hat, dann ist das, glaube ich, lustiger, wenn der Chat mit eingebunden ist und oben drüber steht auch nochmal die Erklärung des Spiels, zumindest, dass man sich die Farben einbringen soll. Nee, immer nicht. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, das Spiel auf Vollbild irgendwie. Aber es ist auch schon so lange her, von daher weiß ich es nicht mehr genau. Okay, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Alle sind markiert. Ich muss mal schauen, wen ich übernehme. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Story, die jetzt kommt. Das Spiel ist übrigens in Englisch. Falls sich jemand wundert, es ist in Englisch. So. The York will be here in 6 weeks and no one expects it. Not one of us. We just keep on living our lives, week by week. Unaware. Ach ja, und ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieses Spiel verschiedene Wochen beinhaltet, bis The York eintrifft. Wir sind jetzt in der ersten Woche und die blaue Dame fängt an. Die blaue Dame, wiedergespiegelt von Inisra im Chat. Jetzt darf man wieder Englisch sprechen hören. Ich habe sehr lange kein Englisch mehr gesprochen und es ist wirklich schlecht. Glaube ich mittlerweile. Wenn ich also was falsch aussprechen wollte, sollte... Ich kann nicht mehr über Deutsch sprechen, das ist das Problem. Dann seid mir nicht böse. So, Inisra, Team Blau. Wo darf es hingehen? Hier links stehen die Plätze
Forest Arena, Alchemy Tower Gardens, Palace, Tavern, Hospital, Slums. Ne? Und ihr entscheidet, wie gesagt, wo es hingehen soll. Innisfar fängt an. Your turn. In den Wald, Holzhacken. Okay. Nein, ihr könnt ruhig alle Farben nehmen, das ist ja nicht schlimm. Ich kann ja sowas sein wie ein Neutrum, was immer dann einspringt, wenn Hilfe gefragt ist oder wenn ich mitentscheiden soll oder so. Das ist ja nicht so schlimm. Weiß ich nicht, klick mal auf die Person drauf und dann guck mal, ob da irgendwas anderes steht als ignorieren, sowas wie unignore oder so. Ich habe das noch nicht gemacht, ich weiß es nicht, leider. Okay, wir gehen in den Wald Holzhacken. Forest Sherwood. You spend the week cutting down trees from the village. You gain 2 physic and earn yourself 1 wealth. One day you stumble upon a gigantic moss-covered stone. It pulses with a magical energy. What do you do? Touch it oder leave it alone? Hat funktioniert? Ich denke ja. So wie sich das anhört. Wie gesagt, ich habe es heute mit keiner einzigen Sprache. Das ging heute Morgen schon los. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Irgendwas ist in meinem Gehirn. Twitch ändert dauernd sein Layout. Ja, Negi, du wirst alt. Das ist das Problem. Du hast das Problem, was ich habe. Da kann man nicht mehr so viele unterschiedliche Eindrücke auffassen. Okay, Inisra, touch it or leave it alone. Möchtest du oder möchtest du nicht den Stein berühren? Antatschen ist ja eigentlich immer gut. Ach ja, falls übrigens jemand mal rausfliegen sollte oder so. Macht euch irgendwie bemerkbar. Ich habe mein Handy nicht hier für immer ein, sonst hätte ich jetzt gesagt, macht euch über Twitch oder Twitter bemerkbar. Touch me baby one more time. Okay, touch it. You lay your hand onto the enormous object, that's what she said. The stone's magical energy shoots into your body. You gain 1 magic. Whee! Fängt ja schon gut an. So. Achso, hier rechts die Leiste übrigens. Blende ich zwischendurch immer mal ein. Das sind die Punkte, die ihr während des Spielens einnehmt. Magical, nicht medical. Medical hätte auch gepasst. Okay, grün ist dran. Negi schlägt den Tower vor. Und ich meine nicht den Biertower. Ja, Twitch ist echt manchmal ein wenig instabil, befürchte ich. Bei so einem Spiel natürlich immer schlecht. Okay, Yasho, nicht Yoshi, ist auch für den Tower. Macht Lizzie da mit? Okay, alles klar. Dann geht ihr in den Tower. Wollt ihr das Labor sauber machen oder wollt ihr eine Portion brewen? Denglisch at its best. Mein Gott. Ja, schon gleich Yoshi confirmed. Ja, ich... Yasho ist dann tatsächlich der grüne Yoshi. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem war der? In dem dritten oder vierten Kapitel von Yoshi's Island? Brauen ist immer gut, egal was. Dann machen wir das mal. Brew Portion. You spend the week experimenting with different portion brews. You gain 2 magic and 1 mind. One day, while in the tower, one of the alchemists asks you to watch his portion while he's out. Soon after he leaves, the portion begins bubbling out of control.
If you don't do something soon, it will explode. Throw it out of the window oder drink it. Negi kennt, glaube ich, schon die Sachen auswendig hier, die Geschichten. Brauen und trinken kommt immer gut. Am besten literweise. Drink it. Okay. Ihr seid ganz hart hier. You quickly drink the portion. Your stomach can't seem to handle the portion. Fire erupts up your esophagus and for a solid minute you're shooting a jet of fire from between your lips. That burns. You lose two physic. What a learning experience, though. You gain one mind. Immerhin. Zwar total im Popo, aber schön noch was bekommen. Das sind die Lernfaktoren hier. Okay, Team Rot. Lord Elk und Curry. Wo soll's hingehen? In die Arena, in den Garten, in den Palast, in die Taverne, ins Krankenhaus oder in die Slums? Ich hab's heute mit vorlesen, ja. Hab ich schon wieder was? Ja? Klug war es nicht, aber geil. Oh. Ich hab's heute mit allem, Negi. Das ist ganz, ganz schlimm. Curry möchte direkt hier weiter trinken. Wie ein guter Chili. Oh ja. Lord Elk, möchtest du auch in die Taverne? Zusammen mit Curry einheben? Oder arbeiten. Schauen, was kommt. Bin gespannt. Taverne klingt gut. Alles klar, dann geht ihr in die Taverne. Möchtet ihr Barkeepern oder möchtet ihr trinken? Hallo, Eike. Also ich gehe ja immer nur in Tavernen, um zu arbeiten. Grundlegend, es gibt nichts anderes, was man da tun könnte. Nothing else to do. La, 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 la. Ihr seid mal vorbildlich und arbeitet und dann auch noch einig dabei. Das ist selten. Aber okay, dann machen wir das. Bartend. You spend the week serving drinks at the tavern. You earn one wealth and tips and gain two charm. Ich bin Türsteher. One day, while in the tavern, a heated argument erupts between two patrons. Soon enough, fists are flying and everybody seems to be joining in on the violence. Join the fray oder break up the fight. Türsteher passt sogar fast. Ich habe gestern 4 Säcke Holz für einen Kamin getragen und zwar gleichzeitig. Vorm Bauhaus. Zwei Typen haben dabei applaudiert, ich weiß nicht warum. Sie haben mich auf jeden Fall lachend beobachtet. Für irgendwas muss ich das Krafttraining ja mal auszahlen. Break up the fight. Curry, was ist los? Nicht ins Getümmel? Okay, dann geht ihr dazwischen. You jump on top of a table and yell a plea to the patrons to stop all the violence. The patrons ignore you completely and continue attacking one another. You go to sleep that night thinking a little less of the human race. You lose one charm. Oh je. Oh je. Ihr hättet nicht dazwischen gehen sollen. Immer mitmachen bei sowas. Immer rein. Geschleppt oder gezerrt? Ich hab's geschleppt tatsächlich. Nicht gezerrt. Schön, vornehm, ordnungsgemäß getragen und ins Auto gehoben. Ja. So, ich sollte gelb übernehmen, glaube ich, ne? War das so? Nicht, dass ich jetzt jemandem hier die Stellung klau. Achso, wir können einmal kurz auf die Punkte gucken. So, was haben wir denn? 7, 5, 5, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 5. Klingt wie die Lottozahlen, ist aber leider nicht. Schade. Jetzt Frau Blau mit Backenbart. Das ist ganz, ganz ich. Okay, viel bleibt nicht. Arena, Gardens, Palace, Hospital, Slums. Ich würde sagen, ich gehe mal in den Garten. Da gehöre ich hin. Und meditiere ein bisschen. Das kommt gut. Das bringt die Stimmung nach richtig hoch oben. Oder so.
Und das sieht sehr relaxing aus. Relaxing. Ja, ich habe mich schnell rasiert. Das ist nicht so schlimm. Du kennst mich noch mit Backenbart. You spend the week in deep meditation. You gain one magic and two mind. Walking past a pond one day, you see a fat little frog sitting on a lily pad. Please, sir, the frog begs. I'm not a frog at all, but an enchanted prince. If you could see your way to kissing me, it would break the curse and return me to normal. Kiss the frog oder catch the frog? Ich glaube, ich kann beides nicht. Was ist denn, wenn ich den erst fange und dann abknutsche? Das kommt ein bisschen doof, ne? Das könnte falschen Eindruck erwecken. Dann würde ich sagen, wir fangen den erstmal. Vielen Dank, viel Grüße bitte zurück. Catch the frog. You realize that a talking frog is worth a fortune and quickly grab for it. You are quick enough to catch the frog. It leaps out of your grasp and swims away. You realize you should grip things tighter. You gain one finesse. Ein kleiner Kusssklave. Na komm her, mein kleiner Frosch, du. Naja. So, they say the last time it came, the York devoured houses whole, stole lives, tore families and family members apart. But that was so very long ago. Wir sind in der zweiten Woche angekommen. So schnell geht das hier. Und Inisra ist wieder dran. Mit der blauen Dame hier oben. Eigentlich ist sie ja gar nicht blau, ne? Die hat ja nur so ein blaues Ding auf dem Kopf. Und offensichtlich braune Haare. Vom Gesicht her, von der Blässe, sieht die tatsächlich ein bisschen aus wie meine Wenigkeit. Muss ich gestehen, nur in dünner. In den Wald, schon wieder. Und wieder Holz hacken. Ja, das ist Frauen ans Holz, so muss das sein. Chop wood. You spend the week cutting down trees for the village. You gain two physic and earn yourself one wealth. Ooh. One day you hear a howl nearby, followed by the rustling of leaves. Run for it oder stand and fight. Ich möchte kurz anmerken, das hatten wir noch nicht. Mir kommt sehr unbekannt vor. Abhauen oder schön das Holzhackerische in das Monster reinhauen. Deine Entscheidung. Curry, geh raus aus meinem Kopf. Mensch, Mensch, Mensch. Stand and fight. Live by your heart. Sehr gut. Das wollen wir doch hören. Stand and fight. You raise your weapon, ready to fight whatever it is out there. A blur leaps onto you out from the bushes and knocks your weapon from your hands. The beast slashes open your chest. You black out. When you come to, your whole body feels warm and the gash in your chest has disappeared. You lose 3 magic. You gain 3 physic. Naja, immerhin gut ausgetauscht. Aber ich glaube, das hatten wir tatsächlich nicht. Manchmal glaube ich tatsächlich, dass sie das Spiel noch updaten. Habe ich das Gefühl. Was ziemlich gut wäre. Team Grün. Negi ist kurz RFK. Ich weiß nicht, ob er wieder da ist. Menno hat anscheinend nicht geholfen. Werblu. Ja, ich war einfach zu stark. Ich habe einfach nicht nachgedacht, wie immer. So, Yasho möchte in die Arena. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Negi schon wieder da ist oder ob er noch auf dem Klöchen hockt. Man weiß es nicht genau. Wir warten noch mal ganz kurz. Wenn er nicht kommt, dann hast du die ganze Gewalt hier, Yasho, über den Backenbartjungen. Wobei Junge ist auch... Junge ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Backenbartmann. Backenbart.
Er ist auch irgendwie der Einzige, der einen Hals hat übrigens. Das ist sehr irritierend. Okay, da sieht nicht so aus, als wäre Negi da. Dann, Yasho, so viel Macht, geh weise damit um. Ich setze dich in die Arena. So, compete and fight oder bet on fight. Was möchtest du tun? Selber ran oder lieber auf andere wetten, ist die Frage. Merci fürs Hosten. Das ist Kinn? Das ist aber ein sehr dünnes Kinn dann. Und das Kinn ist komplett unter dem Bart. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist das so ein Mischling. Das geht ineinander über. Bet on fight. Ich gucke lieber anderen zu, wie sie sich auf die Fresse hauen. Okay, bet on fight. Alles klar. Machen wir. You spend the week placing bets on your favorite fighters. Übrigens, mit null Geld in der Tasche, nicht schlecht. You gain 4 wealth. Oh, du hast mit null Geld 4 gemacht. Das ist auch super. During a match, another warrior's weapon is knocked from their grasp. You barely manage to avoid it. With a sickening crunch, it destroys the knee of a nearby bystander. He accuses you of causing him harm by not stopping the flying weapon. He takes you to court. Offer to settle oder defend yourself. Das kommt mir auch unbekannt vor. Ja, Yasho, siehst du, so viel Macht und dann hilfst du nicht mal den armen Menschen, die hier ganz übel mit Waffen beworfen werden. Klar ist das Kinn unter dem Schnauzer. Ich guck mir das jetzt gleich nochmal genauer an. Vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Das kann auch sein. Das passiert öfters. Aus nichts Geld machen, das ist die Kunst. Defend. Okay. Defend yourself. Das hatten wir schon. Okay. Das kam mir erstmal unbekannt vor. Defend yourself. You object, but you can't seem to convince the judge. He rules in the plaintiff's favor and orders you to surrender to wealth. Immerhin. Aus 0 mach 4 mach 2, das ist immer noch ein guter Gewinn, möchte ich sagen. 4 verloren ist da nicht worden. Geworden. Viel hast du nicht verloren, sagen wir so. Das war eine ganz komische Satzstellung. Passiv hat sich da reingemischt, warum? Man weiß es nicht. Team Rot, Curry und Lord Elk, wo geht es hin? Ihr habt alles außer Forest und Arena. Lord Oak wäre für den Palast. Was sagt Curry? Ich setze euch schon mal locker flink mit dem Fingerchen auf den Palast. Curry sagt Hospital. Das ist jetzt natürlich ein Fight. Wer wird gewinnen? Ist die Frage. Willkommen zurück, Negi. Pardon. Negi, ihr wart in der Arena, habt auf Kämpfe gesetzt, habt aus 0 Goldstücken 4 gemacht, wurdet verklagt und habt 2 am Ende gewonnen. Behalten, besser gesagt. Okay, ihr wollt ins Hospital und helfen. Dann geht ihr ins Hospital. Und attend to patients, ist das richtig? Ja, ne? Kann ich das tun? Ihr wurdet verklagt, weil der neben euch stand, von einer Waffe eines Kämpfers getroffen wurde und ihr habt nicht die Waffe zurückgehalten, als sie flog. Deswegen wurdet ihr verklagt. Dann seid ihr vor Gericht gezogen, habt euch selbst verteidigt, was ganz gut war, aber ihr habt trotzdem 2 Goldstücke verloren, aber seid trotzdem mit einem Plus von 2 herausgekommen. Es gab zumindest Sachen, die wir bisher noch nicht hier erlebt haben. Mir kamen sie sehr unbekannt vor. Tend to patients. You spend the week diagnosing. No, nochmal. You spend the week diagnosing and tending to the sick. You gain 2 mind and earn 1 wealth. One day, a patient whose voice has been cursed and replaced with piano notes will not stop talking.
All the other patients are complaining that his voice is making the hospital even more depressing. The doctors have tried convincing him to stop talking, but no avail. Try to decipher what he's saying oder sing with him. Das kommt mir auch so neu. Was ist denn hier los? Nieder mit dem Recht. Soll er doch selber die Waffe fangen, dieser Idiot. Warum lässt er sich auch damit voll abwerfen? I have a stutter today. Weird. So, Curry möchte singen. Ich setze schon mal drauf. Okay, sing with him. Lord Oak, stimmst du mit ein, im wahrsten Sinne des Wortes? Das ist echt super, dass sie das updaten. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es gemacht hat. Okay. Sing with him. You start trying to sing along with his voice. You try to sing along with him, but just can't hit the right tone, notes. His sound gets progressively sadder and sadder. It starts driving you slightly mad. You lose one mind. Oi, oi, oi. Ui. So, gelb. Gelb ist mein Dingsbums. Was haben wir denn? Physik 5, Finesse 6, Mind 7, Charm, Magic, Wealth. Okay, dann lass doch mal in den Palast gehen. Und wir arbeiten ein bisschen. You spend the week doing paperwork for the palace. You pay 2 wealth and gain 1 mind. One day you overhear the jester tell a joke to a group of people. Everyone laughs, but you didn't understand the joke at all. Ask for an explanation or try and figure out the joke on your own. Ich würde sagen, wir probieren das mal selber rauszufinden mit 8 Mind. Schauen, ob das funktioniert. Several hours later you figure it out and a small chuckle is had. All that thinking gave your mind a workout. You gain 1 mind. Whee! Oh, aua, mein Ellenbogen. It was in us in a heartbeat. So the story goes. Stories go. The earth shook. The air went still. Okay, Woche Nummer 3. Die Lache passt absolut zu mir. Das war ehrlich gesagt Beavis und Butthead nachgemacht. Enisra ist wieder zu früh gekommen. Slums und... Nope. Fight crime. Okay, Slums. Fight crime. You spend the week outsmarting and beating up criminals. You gain 1 mind, 1 physic and 1 finesse. Over the course of the week you notice that you've been slowly growing hair all over your body. Uh-oh. You've also noticed yourself getting significantly stronger. You gain 3 physic. Your ability to control the supernatural is fading, however. You lose 3 magic. One day you feel searing pain course through you as your body contorts against your will. Fur erupts from everywhere and your teeth turn jacked and sharp. You can hear the screaming of those around you, but all you can think of is how hungry you are. Oh no! Enisra, what are you doing? The next few hours are a blur. You wake up the next day in your bed, naked and coated in blood. You take a look in the mirror and notice you're completely back to normal now. You feel like whatever all of that was, it's all out of your system now. Ich glaube, die Slums sind kaputt. Enisra hat die Slums kaputt gemacht, oder? Ist das passiert tatsächlich, Enisra? Warst du diesmal schuld und nicht ich? Negi hat Schoki, du Schwein. Ich hatte zu viel Tortellini. So, Team
Grün, Niggi und Yasho. Was wollt ihr tun? Ich habe zu viel eben gesungen in dem Hospital. Ja. Ja, Enisra, du warst es nicht. Rein da in den Tower. Schattenmensch. Dein Blau vom Namen ist aber sehr blindmachend auf dem schwarzen Hintergrund. So, okay. Grün, Tower. Und was wollt ihr da tun? Ich gehe schon mal in den Tower mit euch. Clean Up oder Brew Portion? Ihr dürft entscheiden. Hallo, Golgari. Guten Tag. Wenn ihr noch mitspielen möchtet, dann könnt ihr euch eine Farbe aussuchen, der vier Farben, die oben drüber stehen. Und die Figuren mitleiten, die hier sind. Yasho und Negi entscheiden gerade hier, ob sie wieder was brauen möchten oder ob sie das Labor sauber machen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich muss mich mal kurz wieder anders hinsetzen. Yasho unterwirft sich Negi, der auch schon brauen wollte. Okay. Dann braut ihr wieder eine Portion zusammen. You spend the week experimenting with different portion brews. You gain 2 magic and 1 mind. One day, you hear one of the alchemists shout, Eureka! When you look over to see what he's done, you spot a small, previously dead ferret come to life. I figured out the antidote to death, the alchemist exclaims. The undead ferret lets out a horrific noise and lumbers about slowly. Destroy that abomination or praise the alchemist's accomplishment. Okay, Negi möchte es töten. Ich weiß nicht, womit ihr es töten wollt. Ob da Fire. Ob da wirklich Fire im Game ist. Hau drauf, okay, alles klar. Destroy that abomination. Zack. Oh. So. You smack the ferret off the counter and stomp on it until it stops twitching. Kein Feuer, aber der Stiefel tut's auch. The alchemist is horrified. You gain 1 physic. Das ging schnell. Wenn ich weiß, dass ihr nicht mitspielt, dann könnt ihr auch die Farbe behalten. Ich glaube, bei der Menge an Namen kann ich mir das gerade noch behalten. So, Team Rot, Curry und... Curry und jetzt Namen vergessen. Diese geht schon los. Lord Elk, genau, Entschuldigung. Curry und Lord Elk. Wo wollt ihr hin? Forest Palast. Schon wieder ein Gegenspruch hier. Der Stiefel war vom Kick. Aber offensichtlich doch wirkungsvoll. Okay, Palast. Der 3 Tage warten wir wieder, genau. Alles klar, Palast. Na, so. Do Administration Work oder Attend Ball. Mal richtig die Sau rauslassen oder mal schön arbeiten. Was darf es sein für die Herren? Ich muss noch mal was trinken hier. Eine Stimme für die Party. Curry, wie sieht's bei dir aus? Möchtest du auch richtig schön tanzen oder möchtest du arbeiten? Ah, und da haben wir schon wieder den nächsten Konflikt. Euer Team ist sehr konfliktgeladen hier. Aber ihr einigt euch immer sehr schnell, das ist schön. Also setze ich euch auf Arbeiten.
Das sieht so aus, dann mache ich das. Do administration work. Flup. You spend the week doing paperwork for the palace. You pay 2 wealth and gain 1 mind. One day you decide to lean up against the wall just to take a break. It rotates as you apply pressure and you stumble down a set of stairs. You enter a large dusty room filled with barrels. You found the king's famous wine cellar. Host a secret party in here oder keep quiet about what you saw. Also ich wüsste ja, was ich tun würde. Und das wäre, um nicht zu viel zu sagen, ziemlich unkollegial. Ich hätte nur eine Sache mit dabei. Ein Weinöffner. Und einen Schlüssel, um die Türe von innen wieder zuzumachen. Host a secret party oder keep quiet about what you saw. Negi, jetzt sag das doch nicht so. Ihr würdet auch schön ruhig bleiben. Laut Elk, wie sieht's bei dir aus? Trinken oder schweigend trinken? Okay, lieber ruhig bleiben, ich will meinen Kopf behalten. Okay, keep quiet about what you saw. Just knowing you have a secret to hide is so exciting. You gain one charm and one mind. So, da wird das noch belohnt hier, das ruhig bleiben. My turn again, befürchte ich. Was haben wir denn da unten? Gucken wir mal eben auf die Pünktchen. Ich gehe, glaube ich, mal ins Hospital. Plup. Na, ich treffe heute irgendwie die Taste nicht. Clean up oder tend to patients? Ich würde sagen, ich gehe mal zu den Patienten. You spend the week diagnosing and tending to the sick. You gain 2 mind and earn 1 wealth. One day the bloodletting leeches somehow escape from their containers. Leeches start flooding in the hallway. There are people screaming everywhere as leeches slither towards them. Somebody do something! Yeah, it's one of the doctors. Zap the leeches with magic. Oder use yourself as bait. Ui. Ich würde sagen, ich werfe mich mal selber als Beute hin. You start taunting the leeches to lead them back into their containers. The leeches swarm all over you. You are subject to a vicious series of bites before the leeches get bored and take off. You lose 2 physic. The leeches make their way out of the hospital and end up infesting all of the nearby waterbeds. Upsie. Ich war's nicht. Ich war's nicht. And then the word was a howling fury. Chaos, screaming. The sound of all we knew being pulled in half. Week 4. Ja, Enisra, du hast die Slums kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie du es getan hast, aber du hast die Slums kaputt gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Dass ich das Wasser versputzt habe oder dass du alles kaputt gemacht hast. Arena und kämpfen, alles klar. Arena und compete and fight. You spend the week fighting brutes in the arena. Enter. You gain 2 physic and 1 finesse. While wandering around the halls between matches, you spot your former lover, Kelly. An awkward exchange happens in which you want to know how they are doing without seeming to care too much. After a few minutes, Jean, one of the most popular fighters in the arena, butts into the conversation. Hey Kelly, sorry to interrupt, but we've got to leave right away if we want to make it to your mother's in time. You say an awkward goodbye as they walk off holding hands. How do you feel? You feel happy for Kelly oder extreme jealousy? Scharfe Messer sind gefährlich für Finger.
Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt ein Messer in die Hand bekommst, Negi. Du bist doch viel zu klein dafür. Viel zu klein und viel zu jung. Gabel, Messer, Schere, Licht sind für kleine Negis nicht, das weißt du doch. So. Ihr wollt gleich in den Garten und meditieren, ne? Denke ich mal. Happy, you feel happy for Kelly, okay. You feel it's good that both of you have moved on. This encounter, despite its awkwardness, was refreshing. You gain one charm. Perfekt. So, Backenbärtchen geht in den Garten und meditiert. Yes. You spend the week in deep meditation. Das sieht ziemlich schmerzhaft aus. You gain one magic and two mind. One day, on your way home from the park, you come across a golden ring in the grass. Sell the ring oder wear the ring. Dein Abschluss ist da keine Qualifikation, Nivi. Ich habe auch einen Abschluss gemacht und ich kann kein Deutsch sprechen und auch nichts anderes. Das heißt nichts. Sell it oder wear it. Stimmt, darunter ist ein Kindchen zu sehen, ja? Unter dem Schnäuzerchen. Ich trage ein Schnieke aussehen. Ich kann auch nicht lesen, das ist richtig. Ich kann gar nichts. Ich bin einfach ein Neutrum, das hatten wir ja vorhin schon. Okay, ihr möchtet es tragen. Hi, Schatz. Upon placing the ring on your finger, orange glowing markings appear on the outside of the band. The markings unravel themselves from the ring and swirl in front of you. They form into what appears to be a fully armored ghost, radiating a beautiful orange light. The ghost turns to you and nods before walking away. The ring looks good on you. You gain one charm. Ein sexy Ring, sage ich da nur. Team Rot. Team Röder. Röderin. Wo möchtet ihr hin, Lord Elk und Curry? Wo darf ich euch hinstellen? Wald, Tower, Palace, Tavern oder Hospital? Ja, Negi, das ist eine Charaktereigenschaft, die kennst du nicht, ne? Boom! Ihr seid sexy. Okay. Tower und Forest stehen gegeneinander. Bin gespannt. Wobei, der Tower könnte ja fast in einem Wald stehen. Okay, Forest. Wenn ich das richtig verstehe, dann gehen wir mal dahin. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich charmant bin. Das bin ich nie und war ich nie und werde ich auch nie sein. So, Shop Wood oder Hand? Was möchtet ihr machen? Gar nicht wird gar nicht zusammengeschrieben. Shop Wood oder Hand? Lord Earl möchte jagen und Curry auch. Das heißt, ihr geht einmal auf die Hand. You spend the week hunting defenseless critters. You gain two finesse and sell the pelts for one wealth. One day you come across a group of people in the woods. From the expressions on their faces, they appear to be lost. Rob them oder help them? Ich glaube, das war das erste Mal, dass ihr euch direkt einig wart. Help them. Okay, ihr wollt beide helfen? Perfekt. You confront the group and try to help them find their way back to town. Rob wäre böse, aber warum nicht? With ease, you lead everyone back to home. Town. Hometown. Extremely grateful, the group gives you a small token of their
Appreciation. You gain 2 wealth. Schaut mal, habt ihr wahrscheinlich mehr bekommen, als wenn ihr die ausgeraubt hättet. So. Yasho möchte gerne mal jemanden ausrauben. Das ist auch gut. Okay, was mache ich denn als nächstes? Ach nee, ich mache nichts kaputt, sondern ich gehe in die Taverne. Denn da gehöre ich hin. Ja, so. Und ich möchte gerne Bartenden. Mache ich das? Ja. Bartend. You spend the week serving drinks at the tavern. You earn 1 wealth and tips and gain 2 charm. One day an impromptu drinking contest is held. Enter oder spectate. Was braucht man denn für Trinken? Finesse, Physik, Charme? Wealth, wahrscheinlich tatsächlich. Mind, weiß ich nicht. Ich mach mal mit. Warum denn nicht? Man muss ja immer mal sich was trauen hier. Enter. You down pint after pint, drinking as if your life depended on it. Das kommt mir so bekannt vor. You end up blacking out. When you come to, you find yourself in a home you don't recognize in only your underwear. Ich hab doch gar keine Ahnung. Your clothes are nowhere to be found and you seem to be the only one home. What happened? Man weiß es nicht. Ich hab nichts bekommen dafür. When it arrives this time, how will we fare? Will we once more rebuild, move on, be strong? Or have we forgotten? Week 5, ladies and gentlemen. Und Inisra, Bläuchen, du bist dran. Ich habe leider nicht gesehen, ob du schon was geschrieben hattest. Ich glaube nicht. Wo darf ich dich hinsetzen? Du kannst natürlich nochmal die Slums kaputt machen, ein zweites Mal. Aber da kann ja jetzt leider keiner mehr hin. Ihr wart euch schon öfters einig als uneinig heute. Inisra möchte wieder im Wald Holz fällen. Chop wood. You spend the week cutting down trees for the village. You gain 2 physic and earn yourself 1 wealth. Oh, du hast Physik schon auf 20? Ich glaube, das hatten wir noch nie hier. One night, through the trees, you spot a group of cloaked figures all standing in a circle. They are chanting in unison. O mighty lord of the night, master of beasts, bringer of pain and derision. You accidentally step on a twig, producing a loud cracking noise. They immediately stop chanting and look over in your direction. Take them on oder run for it. Was machst du? Druff oder rennen? Heike, das toll finden. Inisra gut machen. Ist gute Inisra. Gute Inisra. Möchtest du darauf gehen? Kloppe, natürlich. Mit 20 Stärke ist das, glaube ich, auch kein Problem. Take them on. You draw your weapon, ready to fight. They all run at you unarmed and cackling. You cut through them like butter. Each one you slay burns insane mutterings into your mind. You lose 3 mind. What great practice, though. You gain 3 physic. Ja, immerhin. Man ist zwar total durch hinterher, aber so ein bisschen Stärke, das kann man mitnehmen. Wenn Inisra jetzt grün wäre, wäre der Hike perfekt. Genau. Echt, ey. Inisra, was bist du denn heute so aggressiv hier? Okay, es tut mir leid. Yasho und Negi, das ist ganz blöd, wenn ihr da so 2 Vokale hinten stehen habt. Ihr möchtet gerne jemanden ausrauben. Wo ging das jetzt nochmal? Ausrauben war im Wald, aber da könnt ihr jetzt nicht hin. Genau, wohin? Im Palast stehlen wäre mir auch neu, glaube ich. Ich glaube, das geht da nicht. Ich wüsste jetzt aber gerade auch nicht genau wo, ehrlich gesagt.
Inisras Mesh. Der Angriff war sehr effektiv, Inisra. Yashi und Nego. Palast wird hier gesagt. Okay, was möchtet ihr da tun? Am Ball teilnehmen oder möchtet ihr arbeiten? Negi weiß es noch nicht. Dann drücke ich noch nirgendwo drauf. Yashi und Yago. Ich wollte euch ja ganz komisch direkt zusammenmischen. In einen Namen. Ganz verrückt. Da haben sich die Gedanken überschlagen und gleichzeitig die Schrift übereinander gelegt. In den Palast oder woanders hin? Ihr habt noch die Arena oder den Tower oder den Gärten oder die Taverne oder das Krankenhaus oder den Palast. Nashi Goreng würde auch passen irgendwie. Oder Palast. Oder Hospital. Okay, ihr braut wieder. Ihr seid hier unsere Brauerlinge. Alchemy Tower. Dann klicke ich das an. Tower und brauen. You spend the week experimenting with different potion brews once again. You gain 2 magic and 1 mind. One day, all the alchemists decide to take a break from work and instead throw a cantrip party. One alchemist waves his hands and produces confetti in front of him. Another spawns a seemingly endless number of doves from his sleeves. Then all the alchemists turn to you to see what you can up with. Simple trick oder complex trick? Ihr sucht das wahrhaftige und echte Pilz. Da müsst ihr aber lange suchen, da gibt es doch schon so viele von. Nee, getippt nicht mehr, es geht alles daneben. Du hast heute einen Buchstabensalat, Negi. Was ist da los? Finger sortieren. Mach doch nicht das, was ich mündlich mache. Mündlich, vor allen Dingen. Mündlich. Simple Trick oder Complex? Complex natürlich. Ja, direkt drauf. With a snap of your fingers, you bring a chair to life. You sit atop of it and ride it around the room. Everybody else is quite impressed. You gain 2 charm. Wee-oo. Negi macht Schleichwerbung. Okay, rot. Lord Oak und Curry. Ihr habt noch 5 Plätzchen frei. Wo darf es hingehen? Genau, ich mache es mündlich und du mit den Fingern. Zack. Bäm. Ihr seid charmant. Ist auch total charmant, das nochmal in Caps groß zu schreiben, dass man charmant ist. Ich glaube, das war intended, Curry. Curry sagt Palace, Lord Oak. Wie sieht's bei dir aus? Und was möchtet ihr dann machen? Möchtet ihr arbeiten oder möchtet ihr zum Ball? Arbeit oder Ball? Was darf es sein? Arbeiten, wir müssen ja nach unserem Wein schauen. Aha. Okay. Lord Oak ist mit dabei. Okay, do administration work. Alles klar. You spend the week doing paperwork for the palace. You pay 2 wealth and gain 1 mind. One day you accidentally bump into a duke. Watch where you're going, filthy peasant!
He shoves you out of the way with his hand and continues walking. Passive aggressive response oder active aggressive response? Curry schreibt so schnell. Ja, Negi. So kennt man dich. So trittst du immer auf öffentlich. Ich sollte Hörbücher sprechen? Ah, ich glaube nicht. Passive active, das ist jetzt natürlich wieder. Pactive vielleicht oder active? Ach nee, active ist ja schon. Das war jetzt doof. Active, no. Kopf ab, was möchtet ihr tun? Passiv oder aktiv? Seid ihr eher die Passiven oder eher die Aktiven? Ich meine, er ist ja schon an euch vorbeigegangen. Von daher ist er mit dem Rücken zu euch. Ne? Ich kann mir bei euch beides vorstellen. Bei Inisra wäre jetzt die Antwort direkt gekommen, bevor überhaupt die Möglichkeiten da gestanden hätten. Hätte Inisra schon gerufen, Kopf ab mit dem Typen hier, weg mit dem, in den Boden stampfen, in das Weinfass stecken. Aber erst, wenn es leer ist. Aktives Faulsein kenne ich auch. Da bin ich sehr gut drin. Habe ich eine Schulnote 1 verdient. Nieder mit ihm. Immer rein. Immer rein. Jetzt macht doch nicht sowas. Ihr könnt euch jetzt doch nicht wieder widersprechen. Einigt euch. Das ist jetzt natürlich... Sonst muss ich entscheiden, wenn ihr es nicht tut. Ich würde sagen, Lord Oelk hat sich als erstes unterworfen. Von daher würde ich sagen, machen wir das, was Curry vorgeschlagen hat. Nämlich aktiv werden. Ich mache das jetzt einfach. 3, 2, 1. Was würde Bud Spencer jetzt tun? Aber natürlich. Mit der Faust auf die 12, sage ich dann nur. Active. So, ich mache das jetzt. Zack. Fertig. You shove him back. He stumbled slightly. That was kind of lame. You lose one charm. Nee. Das hätte aber Bud Spencer nicht getan. So, ich bin wieder, ne? Ich habe doch hier eben Mist gebaut, habe ich gehört. Wo gehe ich denn hin? Obwohl, nee, eben habe ich getrunken, davor habe ich Mist gebaut. La la, la la. Das passiert, wenn man immer drauf geht. Ich würde sagen, ich gehe nochmal in den Garten. Mir ist nach Meditieren zumute. Oder? Ach, ich gucke mir die Landschaft an hier. You spend the week maintaining the plants in the Royal Garden. You gain one finesse, one physique and earn yourself one wealth. One day a beggar comes up to you and starts harassing you. You're the one who stole my underpants that one night, he starts screaming. He keeps yelling at you insisting that you took his underwear. Why would you do that? You manage to get away from him. You gain one physique. That night, before you go to bed, you notice an unfamiliar pair of underpants on your floor. Where'd you get those? Oh, man weiß es nicht. The York. It's almost here. Almost. Almost. So, Inisra, was möchtest du tun diesmal? Was möchtest du kaputt machen, ist die bessere Frage. Ich bin halt einfach ein Unterwäschedieb. Ich muss es jetzt auch mal hier öffentlich machen. Ich bin einfach ein Unterwäschedieb. Ich habe immer ein geklautes Paar Unterwäsche bei mir. Und dann schnüffel ich da heimlich dran. In der Bahn. Garten meditieren, alles klar. Garten und meditieren. You spend the week in deep meditation. Nach so viel Klopperei muss ja auch mal so ein bisschen Meditation sein.
You gain one magic and two mind. One day, you spot a man drinking water from out of a pond. Uh-oh. Suddenly, he screams. You look over to him to find him covered in leeches. What do? Save him with magic or get out of there? Genau, deswegen schauen mich die Leute in der Bahn immer so doof an. Endlich haben wir es rausgefunden. Mensch, Mensch, Mensch. Das sind nicht meine, ich habe nichts getan. Du möchtest abhauen, okay, get out of there. You make a break for it and get to safety. You go by the well later in the night to find only a pile of bones. Uh-oh. Ich war es nicht. Ich hab's nie getan. Grün. Was habt ihr gemacht? Wald und ausrauben. Nee, Nisra, das ist garantiert nicht der Fall. So, Wald und ausrauben. Ist das noch aktuell? Akkurat, wollte ich gerade sagen. Das wäre falsch gewesen. Die Musik ist schon wieder sehr laut. Moment, ich schreie gerade gegen mich an. Das ist ja... Da, so geht das ja nicht hier. Sonst bin ich morgen heiser. So. Du schaust mich jetzt an. Dann sollte ich mein Oberteil hochziehen. Negi plus. Plus deute ich auf Forest. Und da müsst ihr aber entscheiden, ob ihr Shawood oder Hand machen möchtet. Wahrscheinlich dann Hand, aber Hand ist nicht gleich ausrauben, deswegen frage ich nochmal nach. Sicher ist sicher. Bevor ich wieder was Falsches klicke hier. Machet Keule. Ja, ist auch gut. Hauptsache, ihr habt nur Ausrauben im Kopf, aber wollt den Zwischenschritt einfach mal gekonnt überspringen. Ach, Raum gab's nur in den Slums. Ne, Inisra? Frag mal Inisra, er ist der letzte Augenzeuge. Okay. Jagd. Negi ist auch einverstanden? Ich denke mal ja, ne? Man kann einem Schwarzkittel ja auch eine Rippe mopsen. Okay, Hunt. You spend the week hunting defenseless critters. You gain two finesse and sell the pelts for one wealth. One day you decide to take a bath in the river. Uh-oh. When you get out of the water, you notice that you're covered in leeches everywhere. Panicking, you quickly pluck them off. You feel faint. You lose one physic. Wer hat denn diese Egel rausgelassen? Das verstehe ich nicht. Wer war das? Ich war das nicht. Wer von euch war das? Ich verstehe es nicht, ey. Ich verstehe das nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passiert ist. So, Lord Elk und Curry. Wie sieht's aus? Habt ihr schon was geschrieben? Ich weiß nicht. Ich habe gar nichts getan. Inisra hat die Slums kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Ihr seid ja doch mal davon gekommen. Ihr seid nicht als Knochen wieder auferstanden, wollte ich gerade sagen. Hingelegt worden. Abgefressen, abgenagt. Nom nom nom. Menschenfleisch. Curry möchte in den Tower. Meine Schulter knackt schon wieder hier. Okay, Tower, möchtet ihr das Labor sauber machen oder möchtet ihr eine Porsche brauen? Wegen Inisra könnt ihr nicht stehlen und wegen mir seid ihr blutleer. Ich war das gar nicht. Ich habe nichts gemacht. Das war Inisra. Inisra hat seine negative Aura auf mich übertragen und dann ist es passiert. Ne? Brauen. Oh, wie aufs Kommando hier. Brauen.
You spend the week experimenting with different potion brews. You gain 2 magic and 1 mind. One day you hear cries for help coming from the next room. Running over to investigate, you see that the alchemists there have accidentally created an ooze monster. How do you dispatch the ooze? Punch the ooze into submission or blast the ooze with magic. Innisra hat nur Holz geschlagen. Ja, ja, ja. Warum bin ich beknackt? Was habe ich getan? Warum wollt ihr mich umhauen? Das ist gemein. It's a kind of magic. Okay, blast the ooze with magic. So many weird words. Okay. You pulverize the ooze into a puddle with an array of magical spells. The alchemists all cheer. Woo! You gain 1 charm. Tada! Perfekt. Endlich habt ihr mal was Nützliches getan hier. Ach, wegen meiner Schulter, okay. So, my turn. Jetzt mal in die Schlamms wollen. Eben, man haut keine Blueli Pies. Das ist gemein. Blue geht, glaube ich, mal in den Palast. Komm, ich mache noch mal ein bisschen Arbeiten hier. So. You spend the week doing paperwork for the palace. Das macht sich gut im Lebenslauf. You are paid 2 wealth and gain 1 mind. One day, the king approaches you. Excuse me, but you look like someone who I can confide in, he says. I really want a prince to take over the throne, but the queen and I aren't exactly active in the bedroom. He blushes a little. Do you have any advice on, you know, how I could romance the queen, so to speak? Teach the king your ways, or admit that you don't know how to help. Can you help me, Maya? You spend hours drawing a bunch of diagrams and going through scenarios with the king. By the end of it, he's just as charming as you are, so he screwed. Screwed. Totally. He is totally screwed. He thanks you and hands you a large sack of coins as a reward. You gain 3 wealth. Later that night, you get the sinking feeling that you might have actually made things worse. Ich mach alles kaputt. The storm arrives in the night. By the morning, it still rages. For 3 full days, the tempest puts us through a grinder, drowns us, crushes us, ruins us. But then, it ends. We see the graveyard our home has become. Our home. Does anything yet live? Is it, are we past saving? Wir sind schon am Ende. The York war da. Und er hat nicht nur die Slums kaputt gemacht, denn das war Innisra vorher. Und wir müssen aussuchen, wer welche Rolle übernimmt, um beim Aufbau der Stadt zu helfen. Wir schauen uns mal die gesamten Punkte an. Dafür lasse ich meinen Finger auf der Pfeiltaste nach rechts. Und wir müssen uns gemeinschaftlich entscheiden, wer am besten wohin passt. Ich finde es übrigens gut, dass ihr schon ausgemacht habt, wo er als nächstes hingeht. So. Rot hat den armen Leuten aus dem Wald geholfen und ist nützlich. Ja, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, wir fangen an mit Blau. Fangen an mit Blau und es kommt gerade nichts im Chat. Von daher, kleinen Moment, ich muss mal eben gucken, dass ich nicht rausgeflogen bin. Das wäre natürlich beim Ende genau gerade nicht so gut. So.
gucken, ob er Chat neu lädt. Wir warten kurz, wir warten kurz. Ihr werdet das übrigens im Stream dann sehen, denn ich habe ja den Chat eingeblendet. Das sieht aber so aus, als wären wir noch drin alle. Dann gebt mal ein bisschen Input hier. Blau hat. Haha, ich bin doch aus dem Chat geflogen. Seht ihr mal. Schön. So viel dazu. Da müsst ihr alles nochmal schreiben, was ihr gerade geschrieben habt. Ist natürlich super, als hätte der Chat gemerkt, dass wir am Ende des Spiels angekommen sind hier. Okay. Town Drunk, weil er böse ist. Ich glaube, wir könnten Conqueror machen mit Magic, oder? Hauptsache, dich ärgert, dass das Gelb mehr meint hat. Also ich. Du musst dich doch nicht ärgern, du bist dafür charmoröser. Gott. What for word? Okay, ihr habt Inisra als Town Drunk ausgemacht, weil er böse ist. Ich weiß nicht, wer das mit dem Conqueror geschrieben hat. Ich. Ach so. Was passt denn? Du bist natürlich sehr stark. Das heißt, Bilder könnte tatsächlich passen. Blau, Bilder, Grün, Conjurer, okay. Soll ich Inisra schon mal die Rolle des Bilders zuweisen? Wenn alle einverstanden sind, dann würde ich dies tun. Wir brauchen ein übergeordnetes Voting. Ja, Sho. Ich hoffe, du hast dir die Hände gewaschen. Scheiß Fliester am Finger. Am Mittelfinger auch noch. Okay, ich glaube, wir haben 2 Ja-Stimmen für Inisra als Bilder. Wie siehst du das, Yasho? Inisra selber kann natürlich auch noch stimmen. Dann würde ich sagen, wir weisen Inisra schon mal den Bilder zu. Es sei denn, es kommt jetzt ein riesiges Veto. Keine Reaktion im Chat. Okay. Das sind, glaube ich, ziemlich viele Stimmen mittlerweile. Das heißt, wir sind bei Inisra die Bilder angelangt. You take it upon yourself to have rebuilt the town by hand. You rebuilt homes at Brightness Peak, impressing the rest of the survivors. This helps the rebuilding effort significantly. Da war schon mal das positive Plink zu hören. Grün. Grün wurde Conjurer vorgeschlagen. Das wäre hier. Alle einverstanden? Darf ich das einloggen? Wie es so schön im Fernsehen immer heißt. If so, I'm going to check it in. Conjurer. Okay, dann machen wir den Conjurer. Zack. You take it upon yourself to help conjure up supplies for the town. Enter. With your magic, you summon supplies of the highest caliber. With little effort, you're summoning high-quality lumber and food from out of nowhere. This helps the rebuilding effort significantly. Whee! Schon wieder ein Pling. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu Rot. Rot ist gemischt hier. Wir haben noch Leader, Dr. Smelter, Taylor, Luther und Town Drunk offen. Ja, Sho, du musst ja auch andere Berufe annehmen. Du musst auch flexibel sein. Auch als Politiker. Du kannst ja beides machen, parallel. Das funktioniert bestimmt auch. So, Rot. Doktor wird vorgeschlagen wegen Might und Finesse. 7 und 10. Smelton with 9 Wealth. Okay. Oder Doktor.
Okay, wir haben Smelter und Doktor. Ich blende extra nochmal alle Werte ein, damit man das besser schauen kann. Lord Oak wäre eher für Doktor. Okay, wer ist für Doktor? Doc. Ich würde euch auch eher beim Doktor sehen. Ja? Doktor? Doc? Doktor? Doc? Doktor. You take it upon yourself to help the sick and injured from the York. You are able to keep most patients in stable condition. Some are even able to get up and back to work in no time. This helps the survival effort quite a bit. Das ist doch auch positiv. So kommen wir zu Gelb. Diese gelbe Person, die vielleicht das Wasser verschmutzt hat. Das sind aber Gerüchte, die sind alle nicht verifiziert. Doc war, glaube ich, nicht komplett positiv, aber zumindest hat es geblinkt. Geblinkt. Mit P, nicht P. Okay, gelb. Yellow, yellow, yellow. I would say leader. Not sure what you say. Lass den Verschmutzer Leader werden. Smelter oder Leader? Ich weiß nicht genau. Es gibt 12 und 10. Meint zu Wealth. Finesse ist natürlich nicht so hoch. Charme ist okay. Was kann schon schief gehen? Ja, ihr wisst, die Figur habe ich gespielt. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Town Drunk. Das wäre das, was ich privat damit machen würde. Aber nicht, was ich bei The York machen würde. Ich sehe mich nicht als Town Drunk. Ich könnte einen Beruf machen und nebenbei Town Drunk sein. Damit könnte ich einig werden, aber hauptberuflich weiß ich nicht. Okay, wer ist für Leader? Gibt es jemanden, der für Leader ist? Handzeichen für Leader oder auch ein Plus? Ich werte Plus als ein Ja. Ja, ich sehe Frank Gallagher auch verdammt ähnlich. Was ist denn Plus Minus, Negi? Nee, beruflich Town Drunk. Das könnte echt eine gute Bauchbinde sein. Wenn ich irgendwann mal im Fernsehen bin, lasse ich das unten einfach einblenden. Also, Lida, Yasho hat einen Plus. Negi hat einen Plus und einen Minus gemacht. Sowohl als auch, okay. Man hat Geld zu trinken und zu viele Sorgen. Also, wohin soll ich mich setzen? Ich gebe noch eine Minute Bedenkzeit. Hier bitte Jeopardy-Musik einfügen. Würde ich machen, aber dann gibt es wieder Stress hier in. Mit der GEMA und so. Das ganze Gedöns. Führe uns ins Verderben. Sehr gut. Negi ist da wieder total positiv eingestimmt. Okay. Leader. Okay, alles klar. Leader. Zack. Das sieht nicht gut aus. You take it upon yourself to be the leader of the survivors. Das sieht nicht gut aus. Ich möchte nur sagen, dass ihr dran schuld seid. You try to delegate tasks, but can't get many to listen. Warum? Ich bin doch so charmorös. You try to give congratulations to hard workers, but your words come across as insincere. You have the rebuilding effort a little bit. A little bit ist nicht ganz kaputt. And so, we set about our tasks, once more living our lives, this time in a way we might never have expected or even wanted. But in the end... It was a struggle, but a struggle we never abandoned. Though our home had been stripped apart, we did not let it languish.
and whether we succeeded or fail, we did our best. Who knows if the Yawg will visit us again? Who knows if we will ever be, can ever be, ready for it? Es hat trotzdem geplinkt am Ende. Ich weiß es nicht genau. Das sieht eigentlich sehr positiv aus. Gucken wir uns mal die Einzelgeschichten an. With the Yawg over and the town being rebuilt, you decide to seek out the beast that infected you with that violent disease. Armed only with a crossbow and a small pocket knife, you venture out into the forest. Mit dem Delay war die Minute vorbei. For a few days, you find nothing. Then you try holding out the night sky. In what seems like only a moment, you hear heavy footsteps running straight for you. You fire a bolt into the darkness and hear nothing. Then, suddenly, the beast leaps out from the bushes and pins you to the ground. You push it off of you, quickly grab your knife and drive it through the beast's skull. The beast lets out a soft groan before becoming completely motionless. You beheat it with your pocket knife and bring it back to town. You become a celebrated hero. Na, immerhin. Guck mal, Innisra hier mit seiner Stärke. Zack, boom. Werwolf platt. Mr. Backenbart. While the town is being rebuilt, you spend most of your time in the new arena. Through strategic betting and a bit of luck, you become extremely wealthy. You live the rest of your life comfortably without any financial worry. Schön, hätte ich auch gern. So, the Yawg changed you probably for the better. With the town being rebuilt, you eventually decide to retake your role as a doctor in the hospital. There, you make friends with another doctor. The two of you do everything together. You're inseparable. Eventually, you even decide to get an apartment and live with each other. Then your friend gets married and everything changes. Their spouse has to move away to a new town and your friend follows. You try to keep in touch by mail, but the letters start to come less and less frequently. You try to fraternize with the other doctors. While they are all nice people, nothing can compare. Oh, das hatten wir schon mal. Your life after the Yawg is uneventful. Ja, das ist ja wie mein Leben, das passt ja. You work. You get married. Außerdem. You adopt a child. You take care of that child. You get old. You retire. You go on vacation for a few years. You get too old to be independent, so your child takes care of you. You die. Ich weiß nicht, das war jetzt nicht so positiv. Aber immerhin hat's alles so ein bisschen geklappt. Das ist ja schon mal was. Nochmal hier die Credits schön durchlaufen lassen. Nein, Negi und Yasho hatten doch vorher auch schon ein Plus gegeben für Lieder. Da hatte ich ja auch schon mal gefragt. Ja, das ist wirklich euer Geschäftssinn, auch scheiße Gold machen. Es hat angefangen mit dem 0 zu 4 zu 2. Also ihr musstet nicht mal stehen gehen, sondern ihr musstet einfach nur wetten. So, für euch war's gut, ja? Für mich nicht so. Ihr Lieben! Ich hatte das normale Ende dafür, dass ich die Egel freigelassen habe. Das stimmt. Eigentlich kann ich froh sein. Ich habe nicht mehr verdient, als ganz normal zu leben. Ah, 1,5 Stunden
hat es diesmal gedauert, bis New York vorbei war. Und? Damit beende ich auch schon den Stream für heute. Es wird keine zweite Runde geben, denn ich muss gleich noch eine Seminararbeit wahrscheinlich korrigieren bzw. einmal drüber schauen, die abgegeben werden muss. Deswegen muss ich leider heute schon beenden. Aber da ich morgen und übermorgen frei habe, kann es gut sein, dass ich am Freitag wieder hier bin. Und vielleicht kommt The York wieder, wenn ihr möchtet. Oder was anderes, dann sagt mir was. Ansonsten sage ich jetzt schon mal einfach Freitag 20.30 Uhr hier an dieser Stelle ein Stream. Mit was auch immer. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Vielleicht gibt es auch tagsüber schon was. Dann das Wimmelbildspiel. Mehr habe ich jetzt gerade nicht, was ich so nebenbei mal eben so machen kann. Ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ich hatte zumindest Spaß, auch wenn ich schlecht vorgelesen habe. Stümperhaftes Englisch und so. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, Freitag nochmal The York. Ansonsten suche ich was anderes raus, was hoffentlich auch spannend sein wird und was auch neu sein wird. Wie gesagt, 20.30 Uhr, mehr Werbung mache ich jetzt nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt einen tollen Donnerstag. Hoffentlich stressfrei. Und wir sehen uns, wie gesagt, hoffentlich am Freitag wieder. Und bis dahin, tschüss und adios und goodbye und wie sees, wie der Schwede sagt. Wie sees occurs. Hab den guten Abend. Und das war auch schon alles, was ich noch vom Schwedischkurs behalten habe. Tschüssi! GTA 5 geht ja leider nicht Multiplayer. Bei GTA 5 streikt ja bei mir ein bisschen. Da muss ich erst nochmal genau gucken, was ich umstellen muss. Deswegen, bis Freitag, hoffentlich. Bis dann. Tschüss!